So, es geht weiter mit Spyro Enter the Dragonfly. So, ein bisschen Zaun gestellt. Ja, jetzt bin ich noch im Sumpf unterwegs und ich habe hier oben einen Weg entdeckt, den ich noch nicht erkundet habe. Der war jetzt weiter oben vom Maulwurf. Ich bin mal gespannt, wo mich das führt. Ja. Eine Spinnenhöhle. Hier waren schon teils ein paar Spinnen, die habe ich gerade erledigt. Und hier vorne habe ich gesehen, ist ein Kristall. Aha, guck mal an. Was haben wir denn da gefunden? Den Frosch Redneck besuchen. Ah, ein neues kleines Gebiet hier. Redneck den Frosch. Nö, danke, Fremder. Was immer du verkaufst, ich kauf's nicht. Wenn du aber Probleme mit dem alten sinkenden Kram hast, wecke ich eine der großen Seerosen für dich. Nun ja, vielleicht kannst du mir helfen. Diese dämlichen Dumpfbiester rennen immer mit meinem Essen weg. Hat seit fast einer Woche nichts mehr gefuttert. Ich würde ja gerne helfen, aber ich. Gib dir auch eine Belohnung, wenn du die Biester von meinem Land jagst. Hab noch diese alten Kanonen aus dem Krieg, die kannst du benutzen. Würd's ja selber machen, aber der Geruch vom Schießpulver. Okay, warum nicht? Für ein Drachenei? Gerne. Okay, kann gedrückt lassen. Das ist also ein Dauerfeuer. Okay, einfach nur die Vorräte beschützen. Ja, von wegen einfach nur die Vorräte beschützen. Okay, das ist doch schwieriger als ich dachte. Gut. Das war schon mal Aufgabe Nummer 1. Beziehungsweise Modus Nummer 1. Yep. Nettes Schützenfest, Drachenjunge. Hier hast du die Belohnung. Ein Drachenei. Würd's ja gern selbst mampfen, aber die verflixte Schale ist hart wie Stein. Hey, versuch's doch nochmal. Vielleicht kriegst du ja einen Lichtedelstein. Okay. War zu erwarten, dass eine zweite Runde dazu kommt. Okay, demnach wird es zu schwerer. Ich merke gerade, dass der Radar mir ganz gut helfen kann. Der zeigt nämlich immer, wo sich gerade Feinde nähern. Das heißt, ich muss mit dem Radar arbeiten.
Fliegen scheinen die schnellsten zu sein. Warte, jetzt willst du es nochmal versuchen? Komisch, ich hab doch... Hä? Was ist gerade passiert? Ich hab dich doch alle abgeknallt. Das verstehe ich gerade nicht. Ich hab dich doch erwischt. Das war sauber, das war ein sauberer Dreier. Sauber, gleich von Weitem erwischt. Geht doch. Warum nicht gleich so? Hast meine Fressalien gerettet. Hier, ein Lichtedelstein für deinen Stress. Ich hab nichts mehr zu vergeben. Aber wenn es dich Spaß macht, kannst du es ja nochmal versuchen, wenn du wirklich willst. Okay, das Minispiel war recht gut. Aber... ja. Was wir brauchen, haben wir bekommen. Lichtelstein und ein Drachenei. Und ich denke, ich weiß auch, wo wir sind. Nämlich da, wo ich rüberkam. Und jetzt komme ich auch zu dem Lichtelstein hier. So, 21 haben wir jetzt davon. Haben wir jetzt den kompletten Sumpf geforscht? Eigentlich wäre da hinten noch was, aber... ich glaube, da komme ich so einfach nicht ran. Was war denn da hinten nochmal? Okay, das war jetzt dumm. Ich würde fast meinen, hier ist nichts mehr. Ja, ich würde fast meinen, hier ist nichts mehr sonst. Ich hatte gerade den falschen Anlauf, als Sparrow wieder mal seine Pirouette gedreht hat. Wie er es halt immer macht. Da habe ich irgendwas schön getroffen gerade. Hier ist nichts mehr. Ich kann hier gerne mal hinfliegen, aber...
Achso, war die falsche Ecke. Ach, nee, Moment, ich weiß. Ich brauch den Stromatem. Den hab ich noch nicht. Schau dich ruhig um, Spyro. Und kauf rein. So, geht er später. Das ist auch ziemlich teuer. 12.000. Ich kann mal sowas kaufen. Und Teleporterpass. Komme ich jetzt bei den Libellenfällen weiter? Oder geht das noch nicht? Ich glaube, dazu hatte ich den Walljump gebraucht. Das Drachenei, was noch fehlt, kann ich mir denken, wo das ist. Nämlich da, wo ich nicht reinkam. Dorfdepot. Dorf selbst fehlt auch noch ein Drachenei. Das ist eine wirklich gute Wahl. Okay, das heißt, ich guck mich mal im Dorf um. Oder komme ich jetzt vielleicht dort weiter? Ah! Was es hier gibt. Das sieht aus wie ich. Hat es geschafft, Spyro. Das Kraftfeld ist verschwunden. Ich dachte schon, ich wäre für immer hier gefangen. Hier geht es zu Gnastis Höhle. Los jetzt, versohl ihm seinen gnastigen Hintern. Der sieht irgendwie genauso aus wie ich, nur in Rot. Lol. Okay, das ist also Gnastis Höhle. Ich würde ein bisschen vermuten, es kommt ein Endboss, aber Katzin. Ich länger nicht im Kampf besiegt. Ha, eigentlich habe ich ja dich besiegt. Hast du wirklich? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Mann, das muss wirklich lange her sein. Bringen wir es nun hinter uns, oder was? Okay. Hallo, Gnasty. Schön, dich mal wiederzusehen. Ah, okay. Okay, verstehe. Du hast auf dem Boden drauf und ich fackel deine Unterhose ab. Okay, dreimal machst du das, oder? Wow, das kannst du also auch. Okay, den Angriff sollte ich anders ausweichen, lieber. Aber du bist nicht sonderlich schwer, guter Gnastignock.
geschlagen. Mann, ich muss mich konzentrieren. Okay, nächste Phase also. Okay, also dann kann ich ihn nicht treffen, wenn er es macht. Ach man, wie krieg ich... Obwohl doch, ich weiß vielleicht, wie ich das hinbekomme, da auszuweichen. Ich hätte gern ein bisschen Energie, es wäre nicht schlecht. Ich krieg diesen Doppelsprung noch nicht richtig hin. Lol, das speichert von hier aus? Das ist sehr sozial. Das war jetzt blöd. Genau wie wir es aus Spyro Legend gelernt haben. Immer den richtigen Moment abwarten, den man angreifen kann. Okay. So easy kann man dem ausweichen. Nur da muss ich aufpassen. Also Gnasty, wirklich viel kannst du immer noch nicht. Immer noch nicht mehr. Das war knapp. Und Spyro hat sich gerade wieder gedreht. Das ist fast wieder schief. Das war auch knapp. So, das schneide ich natürlich raus jetzt samt der ganzen Klingelei, weil das hat im Video nichts verloren, da ist halt, ja, Offscreen-Geräusche sind und wow, was macht er denn jetzt von Käse? Okay, jetzt mit dem Blitzen ist neu. Aber ich ahne schon, was ich dann bekomme. Moment, ich kann auch einfach... Ja, ich kann auch einfach rennen. Ich glaube, ich ahne schon, was ich dann bekomme. Bestimmt den Stromatem. Da kriege ich ganz bestimmt den Stromatem. Na, das war jetzt blöd. Da empfiehlt es sich doch besser zu fliegen. Okay. Ich glaube noch ein Treffer, oder? Ne, das war's. Tschüss, Gnasty. Danke
Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Ich weiß, du bist weit gereist und hast große Hindernisse überwunden, um mich zu retten. Eigentlich gilt meine Reise ja. Daher werde ich dir als Belohnung einen Teil meiner elektrischen Energie vermachen. Von jetzt an verfügst du über die Fähigkeit des Elektroatems. Mann, ist dieser Atem noch stärker als mein Feueratem? Ja, aber es dauert länger, Feinde zu besiegen. Mit ihm kannst du Schalter aktivieren und Maschinen mit Energie versorgen. Ausgenommen nicht elektrische Schalter und oder Maschinen, die Lichtedelsteine benötigen. Batterien nicht im Lieferumfang. WTF. Ich muss sagen, der Stromatem sieht echt geil aus. Der Stromatem sieht echt genial aus, muss ich sagen. Gut, aber ich werde bei der nächsten Fee mal einen Schnitt setzen. Also den Part beenden, weil sowieso das jetzt nur dazufügen werde. Dann gehen wir das nächste Mal zum Sumpf zurück. Okay, mit dem Steuerkreuz können wir die Atem wechseln. Gut, nächstes Mal sehen wir uns dann im Sumpf wieder. Wir gehen nochmal nach draußen und gucken mal, ob da noch was passiert. Und der rote Kleindrache ist wieder verschwunden. Gut gemacht, Spyro. Du hast dieses Reich von Gnastiknor befreit. Und gleich danach hat dieser Teleporter wieder funktioniert. Ein Teleporter, ja? Ich glaube, Gelzack hat schon einen. Ja, das stimmt. Aber er hat einen örtlichen Teleporter. Meiner bringt dich in ein völlig anderes Reich. Das sind komplett unterschiedliche Technologien. Gelzacks Teleporter ist kleiner. Gelzacks Teleporter ist kleiner. Ja, gut. Und ich würde sagen, das nächste Mal kehren wir nochmal in den Sumpf zurück, weil dort gibt es dank des Stromatems jetzt noch was zu holen für mich. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.